Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, möchte ich mal sagen. Hier ist Tom, der Freerider. Ich habe heute ein paar Anliegen, warum ich mich bei euch melde. Das erste ist einfach mal, ich finde es toll, Reaktionen zu bekommen auf meine Videos, obwohl ich das sehr unprofessionell mache und sehr, ja, ich möchte fast sagen, hemdsärmlich. Auf mein Video übers Mava und deren Vorgehen im Kreditbereich habe ich einiges an positivem Feedback bekommen und Kontakten beziehungsweise Menschen haben sich da angesprochen gefühlt und das Ganze sehr positiv. Andere wiederum haben versucht, mich hier zu verunglimpfen, mir nachzusagen, dass ich eine miserable Bonität hätte und dergleichen mehr und ich mir doch überlegen sollte, wie man mit Schufa-Einträgen etc. pp. Darlehen bekommen sollte, die günstig sind. Also dazu möchte ich gleich nochmal nur kurz Stellung nehmen. Also ich habe eine blitzsaubere Schufa, bin selbst Bankkaufmann, habe, wie ich meine, für mich ausreichendes Gehalt und dergleichen mehr. Also das Ganze wurde natürlich immer wieder von Leuten gemacht, also diese tatsächlich extremst negativen Bemerkungen waren immer wieder von Leuten mit schnellen italienischen Autos in ihren Bildchen drin, in ihren Profilbildern und dergleichen mehr. Also Menschen, die wahrscheinlich mehr Wünsche wie Wissen haben. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen das. Soll jeder sagen dürfen, was er mag und jeder darf seine Meinung sagen. Nur bitte urteilt nicht über Menschen, die ihr nicht kennt, von denen ihr nichts wisst. Und ja, ich fand es einfach nur mehr oder weniger, und da wollte ich eben aufklären, merkwürdig, dass man überhaupt Angebote macht mit einem Zins von weit über 16%, nahe 17%. Und das finde ich persönlich mega unseriös. Und das war eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Ich wollte nicht jammern, ich wollte nicht betteln, nix. Ich habe meine finanzielle Situation gut im Griff. Also danke dafür. Aber wie gesagt, vielen Dank für die Kommentare und für die entsprechend ja auch gut gemeinten Ratschläge von dem einen oder anderen. Warum ich aber heute das Video mache, es liegt ganz einfach daran, ich höre immer mehr zum Thema Corona und deren Folgen beziehungsweise Impfschäden. Und da wollte ich euch ganz kurz auch nochmal was mitteilen. Also zu mir, ich habe im Dezember 2020 die Corona-Erkrankung gehabt. Ich habe sie relativ kräftig gehabt, ich habe sie relativ stark gehabt, musste Gott sei Dank nicht ins Krankenhaus. Kann aber nicht drüber sprechen, über das Thema Long-Covid, weil, klar ist es mal schlecht gegangen und klar braucht dieser Zeit, bis man sich wieder erholt. Aber ich kann darüber also nicht berichten über Long-Covid. Des Weiteren habe ich mich aber dann im Jahr 21 im Juli impfen lassen, obgleich meine nachgewiesenen Abwehr- oder Antikörper, wie man sagt, laut den Berichten, ich habe also zweimal testen lassen, die sind sogar beim zweiten Test im Juni um ein Vielfaches gestiegen. Nochmal, aber wie ihr alle wisst, zählt das ja oder zählte das ja weder bei unserer noch bei anderen Regionen irgendetwas, ob du Antikörper hast. Also man musste ja die Impfungen unter die Leute bringen, also die Impfstoffe. Und weil wir in Urlaub gefahren sind und ich nicht wollte, dass sich meine Familie impfen lässt, habe ich gesagt, okay,
Dann halte ich meinen Arm hin, ich mache das, weil wenn irgendwas ist, wir sind nach Kroatien gefahren, wenn denen irgendwas einfällt, dass sie uns nicht mehr einkaufen lassen, wenn wir nicht geimpft sind, lasse ich mich impfen. Witzigerweise war es dann so, dass du in Kroatien aufgefallen bist, wenn du Tourist warst, weil dann bist du mit der Maske gelaufen. Die anderen hatten ihre Maske am Hals oder am Arm oder aber auf jeden Fall nicht da, wo sie hingehört. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach meiner Boosterimpfung, sage ich, nach meiner Impfung bekam ich, ich selber habe es gar nicht so mitgekriegt, weil, wie gesagt, man passt ja da nicht so auf, aber einen wahnsinnigen Reizhusten, den ich bis heute nicht los bin. Also ich habe immer wieder so Hustenanfälle, die massivst sind. Und es ist tatsächlich so, also wenn ich das zurückverfolge, dass das seit meiner ersten Impfung der Fall ist. Dann, wie ihr ja wisst, ist es im Herbst ja 21 immer drastischer geworden, was Maßnahmen für in Anführungsstrichen Ungeimpfte bzw. nur einmal Geimpfte betrifft. Und wenn du dich hättest nicht boostern lassen, dann haben wir ja wieder extrem viele Maßnahmen gegen diese Menschen gehabt. So bin ich praktisch am 22. Januar, es war ein Samstag, zum Boostern gegangen. Und ja, das war dann meine Schicksalsimpfung. Denn exakt 15 Tage später, also am 6. Februar, bin ich morgens mit Herzproblemen ins Krankenhaus gefahren oder habe mich fahren lassen, weil selber wäre ich nicht in der Lage gewesen zu fahren. Und man hatte dann festgestellt, dass ich einen Herzinfarkt erlitten habe, habe dann zwei Stents bekommen. Noch am 6., also am Sonntag, den 6. Februar, habe ich zwei Stents gesetzt bekommen. Und man hat mir, und seitdem, ja, kann ich sagen, seitdem nehme ich zusätzlich zu den Tabletten, die ich vorher nehmen musste, noch fünf weitere. Und das mein Leben lang. Jeder Arzt, der mich bisher behandelt hat, sagt: Oh, 14 Tage vorher Corona-Impfung? Ja, ganz klar. Ganz klare Aussage, kommt von der Impfung. Die Impfung lässt Gefäße zugehen, beziehungsweise das Blut verdicken, und das war's dann. Nur keiner ist bereit, schriftlich dazu Stellung zu nehmen. Keiner. Kein einziger. Weil jeder sagt, naja, so richtig nachweisen kann man es ja nicht. Ich muss dazu sagen, ich war zuvor im, ich lüge euch jetzt an, ich glaube Februar 20 war es, bei einem Herz-CT, einem Kardio-CT, und da hat man nichts festgestellt. Da war ich noch pumperlgesund und alles ist wunderbar. Und wie gesagt, nach der Boosterimpfung 21 bzw. 22 jetzt im Februar habe ich einen Herzinfarkt. Gott sei Dank, ich bin 52 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder mit 8 bzw. 9 und 10 Jahren. Gott sei Dank habe ich das ganz gut überstanden. Das Einzige, was halt jetzt ist, körperliche Arbeit über eine halbe Stunde ist nicht mehr möglich. Danach bin ich todfertig, todmüde, komplett am Ende, und man hat mir gesagt, das wird auch nie wieder werden. So viel zum Thema. Wenn ihr zu diesem Thema Kommentare habt, würde es mich freuen, wenn ihr mir eure Kommentare hinterlasst. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen hoch hinterlasst, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wäre vielleicht ganz froh, wenn mir jemand schreiben könnte, an wen ich mich wenden könnte zu dem Thema Impfschäden. Wer da Eintritt dafür, wer mich da vertreten könnte. Vielleicht habt ihr da irgendwie Möglichkeiten oder vielleicht sieht ja der Richtige dieses Video und kann mir da helfen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Ich versuche immer mal wieder ein Video zu machen. Ja, ist halt meine Art von Videos, das Ganze ein bisschen hemdsärmlich. Ich bin kein Profi, ich will es auch nie werden und freue mich, wenn ich euch ein paar Informationen auch da lasse
Und vielleicht erwische ich ja den einen oder anderen, dem es genauso geht wie mir. Also lasst es euch gut gehen, bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen und passt auf euch auf. Alles Gute, liebe Grüße an alle, euer Freerider. Servus!